Geht es weiter mit der Dominanz aus diesem Jahr, auch bei dieser Weltmeisterschaft? Wir sind gespannt. Der zweite Auftritt von Michael van Gerwen, natürlich angekündigt vom Master of Ceremonies. Das ist wie immer John McDonald. Joining us live and the millions joining us around the world. It's time. He's our former world match play finalist and Austria's World Cup star, the gentle Mensur Suleiman. Zum 24. Mal in der Geschichte der PDC. Michael van Gerwen gegen Mensur Suljovic. Das Ganze live hier aus dem Early Pally, gleich auf Sport 1 in exakt 16 Sekunden. Und damit zum zweiten Spiel auf die Bühne dieser Abendsession. Michael van Gerwen gegen Mensur Suljovic. Michael van Gerwen, heute 59. WM-Spiel. 47 davon hat er bislang gewonnen. Auf der anderen Seite haben wir Mensur Suljovic. Auch der schon bei seinem 15. WM-Turnier. Er hat bislang 11 von 25 Matches gewonnen. Und die Bilanz gegen Michael van Gerwen, auf die muss man vielleicht auch gar nicht so genau eingehen. Denn eigentlich hat fast niemand über mehrere Spiele, vor allem über so viele Spiele, wie sie Mensur gegen ihn gespielt hat, eine gute Bilanz. Aber er hat viermal gewonnen und einmal auch auf der Bühne, ja, vor TV-Kameras gegen Michael van Gerwen. Ja, und einmal war ich noch dabei in Sindelfingen, da vor vielen, vielen Jahren. Und wenn Mensur so ein, ich sag mal, so ein Momentum erwischt, dass er gut reinkommt und irgendwie so ein bisschen Paroli bieten kann und sich so ein Spiel reinkämpfen kann, wie gesagt, dann kann es gefährlich werden. Michael ist ganz klar der Favorit, überhaupt keine Frage. Es wäre schon eine Riesenüberraschung, aber sie ist eben auch nicht unmöglich. Und wie gesagt, Mensur lässt sich da nicht von Spielchen oder so beeinflussen oder beeindrucken, sondern wirklich nur von der Klasse von Michael. Aber die ist natürlich auch, die spricht natürlich auch für sich. Michael van Gerwen, er hat seinen Instinkt, seinen
Winning Pace wiedergefunden in diesem Jahr. Insgesamt 10 Titel im Kalenderjahr 2022 geholt. Als einziger mehr als ein Major-Titel, nämlich 4 an der Zahl. Das ist schon wieder so der beeindruckende Michael van Gerwen, wie er eben vor diesen letzten 2, 2,5 schwierigen Jahren für alle gespielt hat. Absolut. Wie gesagt, die letzten beiden WMs hatten wir eben schon thematisiert, haben ihn zurückgeworfen, weil es halt da um so viel Preisgeld geht. Ich halte ihn aber für aktuell wirklich für den Mid-Gervin-Preis für die beiden besten Spieler auf der Welt. Und wie ich auch immer sage, er ist von Ehrgeiz getrieben und er wird nicht Ruhe geben, bevor er nicht wieder die Nummer 1 ist, bevor er nicht wieder Weltmeister wird. Und das ist halt dieser Antrieb, der ihn einfach von den anderen oder ihn und ein paar andere von den durchschnittlichen Spielern unterscheidet. Dreimal Weltmeister und er sagt es ja auch immer wieder, sein Ziel ist es natürlich, diese 5 WM-Titel insgesamt von Raymond van Barneveld noch zu übertrumpfen. Das ist so eines seiner Ziele auch. Deswegen die WM für ihn natürlich auch wieder mal das Turnier. Das ist auch ein realistisches Ziel. Ich denke, die 16 Titel von Phil Taylor, die wird keiner mehr schaffen, zumindest nicht, solange, glaube wir beide hier auf diesem Planeten waren. Aber das ist natürlich eine schöne Größenordnung. Und dann der größte Dartspieler der Niederlande zu sein, ist natürlich auch ein hehres Ziel. Und eben auch, man soll sich auch immer realistische Ziele setzen. Das ist ja auch ganz wichtig. Ne? 74, Michael van Gerwen. Ja. Da ist die Triple 11 gewesen statt der Triple 14. Trotzdem eine Chance auf Doppel 16. Sofort genutzt zum 1:0. Und Werner. Weltmeistertitel van Gerwen, Barneveld, kommen wir zu einem großen Thema im nächsten Jahr. Unter anderem eine der vielen Dartskalas, die die PDC Europe da anbietet. Wir gehen aus von Neu-Ulm, Europa-Park, Nürburgring, Lingen, aber Köln, Magdeburg im Dezember kommenden Jahres. Nur Weltmeister am Start, ein Wahnsinnsding. Ja, jetzt hier freuen wir uns mal über die 180 von Michael van Gerwen, aber ihn und auch 7 weitere Weltmeister, Gerwen Price und Raymond van Barneveld, sehen wir nächstes Jahr bei der Night of Champions in der Lanxess Arena in Köln. Und das gab es noch nie und wir denken das als Einstimmung im nächsten Jahr auf den Alley Pally. Direkt das letzte Auftreten dieser großen Meister vor der nächstjährigen WM. Die da schon in Topform sind natürlich. Exakt und die da ihr Bestes bieten wollen. Und das nutzen ja auch viele nochmal, sich um vorzubereiten, ne, auf diesem Level gegen die Topstars zu spielen. Und ja, ich glaube in Köln vor diesem wunderbaren Publikum, da können wir uns alle auf was freuen. Ist auch etwas, was es so in der Form noch nie gab. Eine Gala nur mit Weltmeistern. Sei das BDO oder PDC. Alle Infos dazu, zu dieser Darts-Gala in Köln und auch in Magdeburg. Natürlich auf der Homepage der PDC Europe. Ja, van Gerwen wieder im Finish-Bereich, bevor Menzo dorthin kommt. Aber aus Menzos Sicht muss man so sehen, das ist ein Aufschlagsatz von Michael van Gerwen. Aber jetzt darf er sich auch nicht überwerfen. Van Gerwen geht's übers Bullseye. Doppel 10. Ja, jetzt kann Menzo sein Leck holen. Was sicher ein Vorteil ist von Menzo Suljovic, du hast es auch schon im Vorfeld gesagt, Werner. Er ist einer, der sich von einem Michael van Gerwen definitiv nicht verrückt machen lässt. Ja, und was machst du, wenn du vielleicht nicht der Favorit bist, der du selten bist gegen Michael van Gerwen? Du wartest erstmal ab. Du wartest auf deine Chancen und versuchst, die zu nutzen. Und es ist ja nicht so, dass Michael van Gerwen auch noch nie ein Spiel verloren hätte. Der verliert ja auch hin und wieder Spiele. Ja, so ist das. Und die Spielweise von Menzo, die liegt Michael nicht so. Also nochmal, er kriegt da jetzt kein Riesenproblem, aber Michael liebt es eigentlich, wenn die Spiele schneller und flüssiger sind. Und Menzo ist auch ein Mensch, der wird im Zweifel auch keine Scheu haben, vielleicht auch mal bewusst sich ein bisschen Zeit zu lassen. Das ist auch so ein bisschen. Wenn wir uns an das WM-Match gegen Gary Anderson erinnern, vor 2 oder 3 Jahren, als Gary fast am Durchdrehen war, weil sich Menzo Pause um Pause gegönnt hat, hier noch ein Schlückchen getrunken, da noch mal ein Flight gewechselt und. Ja, wie gesagt, und Menzo hat da keine Angst. Der hat schon alles gesehen. Nochmal, der ist auch schon seit 30 Jahren dabei. Hat alles erlebt. Und wie gesagt, für mich heute ganz persönlich schlagen 2 Herzen an der Brust. Menzo, mit dem verbindet mich viel. Als ich hier 2006 mit dem, sagen wir, Thema Darts angefangen habe, war er quasi der erste Profi-Darts-Spieler, den ich kennengelernt habe.
hier in München. Und seitdem verbindet uns, ja, eine Freundschaft wäre sicherlich zu viel, aber eine ordentliche Beziehung. Und Michael van Gerben, mit dem ich auch seit vielen, vielen Jahren beruflich bei den Unterschiedsveranstaltungen zusammenarbeite, ein ganz feiner Kerl, wirkt wahrscheinlich wirklich etwas anders, als er am Ende des Tages ist, als ein herzlicher Mensch, ein absoluter Profi, ein klarer Typ, sagt dir die Wahrheit, sagt dir, was er denkt. Und wie ich immer sage, er gibt immer alles, egal bei einer Gala oder bei einer Show oder egal, was er ist. Er versucht immer top zu sein. Und das schätze ich wirklich an ihm. Also von daher, für mich heute wäre es am liebsten, beide kommen weiter. Aber das wird nicht passieren. Einer wird gewinnen müssen, so ist es beim Darts. Nächster Doppel 16. Das darf ihm aber nicht passieren. Das wundert mich jetzt wirklich, dass er da nochmal auf die 100 geht, um sich eine Bogey-Number zu stellen. Also das, und Van Gerwen nimmt's. Das, ja, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Nicht, dass da noch ein bisschen José de Sousa oder Leonard Gates auf der Bühne unterwegs ist. Na. Sieger dieser Partie, auch das relativ interessant für die nächste Runde, um schon ein bisschen vorzufühlen. Die Matches werden ja nicht schlechter, im Gegenteil, je weiter der Turnierverlauf geht. Gegen den Sieger aus Van Dijvenbode gegen Ross Smith. Ja, sind erste beides 180. Noch nicht so top Namen, Smith und Van Dijvenbode, aber beides auch brandgefährliche Spieler. Ja, Ross Smith hat die European Dart Championship gewonnen. Das ist Major seiner Karriere. Ja, und Van Dijvenbode ist auch ein Spieler, der sich immer weiter nach vorne spielt. Van Dijvenbode gegen Ross Smith. Die haben noch eine Nacht Zeit. Morgen in der Nachmittagssession. Dieses Match dann ab 13 Uhr sind wir da auch am Tag 12. Ja, dazu eben wieder für euch live auf Sport 1 mit dabei. So, jetzt hämmer da ganz schön rein hier in die Triple 20. Michael van Gerwen. Dennoch die Möglichkeit für Suljovic zum 2-2 auszugleichen. Doppel 16, 2 in der Hand. Einer reicht. Das ist genau das von Menzo Suljovic. Dieses Mitspielen, dranbleiben, egal wie er vorne wegscored. Du musst in Reichweite bleiben. So ist es. Und jetzt gucken, Van Gerwen ohne Triple. Und das weiß Menzo jetzt. Dass das jetzt eine der wenigen Chancen ist, die er haben wird in diesem Match. Und 135. Ja. Und eine Profi-Antwort von Michael van Gerwen. Die Zahlen, die schwer zu halten sein werden für Menzo Suljovic, aber ist schon auch mal eine Ansage an Michael van Gerwen, dass er da ist, dass er im Spiel ist. Absolut. Und? Für Menzo Suljovic. Schön gerechnet. Das 38 für Van Gerwen. Menzo braucht die 100. Nee, er weiß. Muss in die Triple. So, jetzt hat Van Gerwen 6 Darts Zeit, hier die 164 rauszuspielen und damit den ersten Satz zu gewinnen. Und stellt sich top. Also nicht tops, sondern stellt sich sehr gut. Das war gemeint, 24. Ja, Menzo kann sich nur stellen. Ja, er hatte die Chance, hier vielleicht das Match Leck von vorne zu spielen. Hat er verpasst. Und jetzt kann er gleich nur zugucken. Zweite ist eine Single, 130 stehen bei Menzo. Aber er signalisiert Michael, ich bin da. Und schauen wir, Michael. Doppel 6 für den Satz. Doppel 6 ist es für den ersten Satz. Der geht hier an Michael van Gerwen. Hier großartig reinkommt. Und weil das stimmt auch, was Max vorhin gesagt hat. Michael hat Respekt vor Menzo. Absolut.
Und das muss schon was heißen. Auch, dass sich Mensur Suljovic über die Jahre so einen Status auf der Tour erarbeitet hat, Werner. Das kommt schon nicht von ungefähr. Absolut, er hat alle Großen geschlagen, er hat Premier League gespielt, er hat die Champions League of Darts gewonnen, er stand, glaube ich, bei der Matchplay im Finale, er hat European Tour Events gewonnen und. Und wie gesagt, kommt auch als vermeintlich bester Elektronik-Kartspieler aller Zeiten dazu, und das hat ihm auch schon Respekt verschafft. Und ja, also ich glaube, Mensur ist niemals ein Wunschgegner für keinen Spieler der Welt. So, jetzt gucken wir, ob er hier seinen Aufschlagsatz verteidigen kann. 100, solider Start. Und Michael wird versuchen, Druck zu machen gleich. Er will schnell die Entscheidung. Knapp die 180 verpasst, schöne 140. Und das ist natürlich aber auch das, was Mensur weiß. Er weiß, er muss hier überhaupt eine Chance haben, muss er permanent da sein. Also er kann sich keine Schwächephase leisten, sondern er muss immer da sein und gucken, wenn Michael irgendwann mal die Tür aufmacht, dass er dann durchgehen kann quasi. Wir haben ja hin und wieder, auch wenn das eine andere Phase war, irgendwann in so einem Spielverlauf immer wieder gesehen, dass es passieren kann, dass Michael van Gerwen dann ja schon massivere Probleme auf die Doppel immer wieder bekommen hat. Ist in diesem Jahr alles viel besser im Griff bei ihm, keine Frage. Er wird absolut stabiler. Und das ist auch eine Kopfsache, und das quasi, je stabiler er wird, desto verfestigt er sich. Und dann wird es auch immer schwieriger, da reinzukommen. Mensur hat sich schon wieder eine Bogey-Number gestellt, das ist auch ungewöhnlich. Trotzdem kann er jetzt mit einer hohen Aufnahme sich noch eine gute Position bringen. Braucht aber einen Triple, der ist, glaube ich, nicht drin. Der ist drin. Ja, Mensur wird einen Checkdart bekommen, voraussichtlich. Mensur über die 14, jetzt 20 für Doppel 16. Ja, und bleibt perfekt aufs Doppelfeld, Mensur Suljovic. Mensur Suljovic, der ja noch nie so dick war, auch mit dem Ali Pally, weil es für ihn auch eine lange Zeit ist, immer wieder auch er mit dem Essen hadert. Ja, das ist auch eine ganz besondere Atmosphäre dort in London, da etwas außerhalb, da so mal 14, 15 Tage zu verbringen. Und ja, es war nie sein großes Turnier. Hat zwar ganz am Anfang, weiß ich noch, so 2007, 2008 mal James Wade überraschend in der ersten Runde oder zweiten Runde geschlagen und hat, aber er hat es nie wirklich sein Potenzial hier wirklich voll entfalten können. Ging für ihn noch nie weiter als bis ins Achtelfinale, ja, bei einer Weltmeisterschaft, Mensur. Hier immer wieder zu sehen, Michael van Gerwen, der geht gar nicht auf die 180, spielt dann immer wieder in Richtung 18, nach zweimal Triple 20. Ja, Mensur jetzt aufgepasst. Jawohl. Ja, und das ist eine 180, die ganz gut kommt in dieser Phase. Für 60 Rest. Ja, Michael kriegt einen Darts auf Doppel 6. Doppel 6. Und lässt aus, und Mensur mit der Breakchance. Zwei für Doppel 20, einer für Doppel 10, Mensur Suljovic. Ja, das erste Match dieses Spiels geht an Mensur Suljovic. Das ist ein ziemlich guter Auftritt von Mensur bis hierhin. Und nur für die Zuschauer zu Hause, er spielt gerade ein 106er Average, Michael ein 113er. Also wir sehen hier Darts vom Allerfeinsten gerade. Und
Und das ist nicht so bei Mensur, dass dem die 100er Averages bei der WM so aus der Hand springen. Sein bester Average insgesamt. Und das bei 15 WM-Teilnahmen liegt bislang bei 99,4. Und das ist schon eine Weile her von der WM 2016. Triple noch mit dabei, ja, bei Mensur. Michael van Gerwen im Moment auf den Weg, irgendwie diesen Satz zu retten oder in diesen Satz reinzukommen. Auch er ein Meister dieses Switches auf die Triple 19. Ja, Mensur. Triple ist zwingend nötig, hat er jetzt mit dem letzten Dart. Vielleicht trotzdem zu wenig. 82 Bullseye oder... Jawohl. Bullseye Doppel 16. Wow, das zeigt Selbstbewusstsein. Das hat er dann ganz stark zu Ende gespielt hier zum Rebreak, Michael van Gerwen. Erstes High Finish in diesem Match. Und Michael van Gerwen mit so einem Break, natürlich bekommt er das Gefühl zurück, okay, damit habe ich vielleicht diesen Satz doch wieder in der Hand. Ja, das ist natürlich auch Zeichen setzen, ne? Revier markieren so ein bisschen, ne? Das ist, gehört hier dazu und ja, ist jetzt gerade belohnt worden. Aber er braucht noch einen Break. Man blicke kurz auf diese Zahlen, das ist Wahnsinn. Michael van Gerwen hält ja auch den Rekord an einem Gesamtaverage bei einem WM-Spiel mit 114,05. Ja, aber es, wie wir es prophezeit haben, er will von vorne dieses Spiel gleich dominieren und nicht den 180 Mensur großartig reinkommen lassen. Und es ist ihm vielleicht sogar schon ein bisschen zu viel gewesen, dieses Break zum 2-0. Mensur dazu nah dran am Satzgewinn. Jetzt zaubert er nochmal richtig auf hier. Ja, kommt aber nicht im Finish-Bereich. Also, wir können wohl wieder in einen Decider kommen. Triple 19, Doppel 12, geht ganz, ganz schnell. 2-2, wieder entscheidendes Leg, das allerdings diesmal Mensur Suljovic anwirft. Letzten drei Legs, 12 Darts, 12 Darts, 11 Darts. Ja, Mensur hat für mich auch zu früh jetzt gespielt, hätte sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen lassen sollen. Von den Zahlen das mit Abstand beste WM-Match bislang. Michael van Gerwen, ja einer von nur 4 Spielern, die hier bislang an 11 WM-Tagen einen Average jenseits der 100 gespielt hat. Fünfte 180 von ihm war in seinem Auftaktmatch. Er hatte ja bislang nur eins gegen Louis Williams. Dazu Ross Smith und in diesem Wahnsinns-Erstrunden-Match Ryan Joyce und Scott Williams. Oh, jetzt war eine überraschend schwache Aufnahme. Aber Mensur braucht 2 Triple, um überhaupt ein bisschen Gefahr auszustrahlen. Socken hochziehen bei Michael van Gerwen, immer so ein kleiner Reset-Knopf. Ja. Wenn mal so eine Aufnahme folgt, Fokus neu zu finden, so ein kleines Ritual von ihm. Oh, zweimal die. Da ist die Triple 19. 5 getroffen, jawohl, das hat er gut korrigiert. Kriegt er vielleicht, wenn Mensur Glück hat, nur einen Dart auf Doppel. Also Mensur braucht auf jeden Fall ein Triple, das hat er. 104 stehen bei Mensur Suljovic.
Das ist nochmal ein Triple. Eine 140, ganz stark. Somit macht er Druck auf die 64 von Van Gerwen. Aber er kriegt zwei Triple Darts. 16, zwei Darts, Doppel 8. Zweiter Satz an Michael Van Gerwen. So, er spielt hier. Und wieder zurück in den Alley Pally. Mensa Suljovic pusht Michael Van Gerwen hier zu einer außergewöhnlichen Leistung. Werner, wir sehen das an den Zahlen. Er muss hier 116 im Average spielen, weil Mensur unglaublich Druck macht. Und obwohl er 0-2 hinten ist in den Sätzen, Michael Van Gerwen in jedem der beiden Sätze bis ins entscheidende Leck gefordert hat. Ja, und Mensur immer zur Stelle gewesen wäre und wie gesagt zweimal ins Deciding Leck gegangen. Also das Spiel ist enger, als es gerade aussieht und die Average zeigen es. Und ja, es ist so ein bisschen wie vorhergesehen. Michael wird versuchen, brutal stark anzufangen, um Mensur gar nicht reinkommen zu lassen. Und Mensur ist versucht, dran zu bleiben und auf Fehler oder zu hoffen, wo er einsteigen kann. Und mal gucken, ob er jetzt wie weiter sich motivieren kann nach dem 2-0-Rückstand. Weil das ist natürlich jetzt schon ein Schritt gegen die Darts auch noch, den 2-0-Rückstand. Sind wir mal gespannt, wie er reinkommt. Aber wie ich Mensur kenne, also aufgeben ist eigentlich nicht seine Art. Es ist natürlich auch so ein Spiel, Werner, das wissen wir auch von Michael Van Gerwen, er will ja auch gefordert werden. Ja, klar. Das pusht er liebt ihn das ja auch. Noch mal mehr. Nein, das ist es auch. Michael liebt diese hochklassigen Spiele, wo es wirklich hin und her geht und sie sich die Darts um die Ohren hauen. Und das macht ihm viel mehr Spaß, als jetzt hier irgendwie ein ganz trübes Spiel, dass er vielleicht 4-0 gewinnt, aber mit einem Average von 90 oder was auch immer, ja. Das motiviert ihn. Das sind die Momente, die ihm Spaß machen. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass Mensur wirklich jetzt hier nicht abreißen lässt und sagt, pass auf, ich bleib dran. Triple 19 nicht getroffen von Van Gerwen. Doppel 18, jetzt verhängt das Ziel. Jawohl, 16 Rest, doppelt 16 Rest, 32 Rest. Mensur, zwei Triple sind benötigt, werden benötigt. Eins ist da. Zwei sind da. Zweites ist da. Doppel 16 allerdings für Michael Van Gerwen. Doppel 8. Doppel 8 zum 1-0. Das ist das vierte Leg, das er in Folge hier gewinnt, Michael Van Gerwen. Und er auch mit einer Doppelquote von 55%. Das ist schon sehr stark. Und Michael, wenn sie nach wie vor bei 80% Doppelquote. Aber gut, er hatte auch nicht ganz viele Versuche wie Michael. Wieder gute Aufnahme zu Beginn von Mensur Suljovic in seinem Leg. Aber direkt mehr als gematcht mit der jetzt schon sechsten 180 von Van Gerwen. Dass er scoren kann, dass er so spielen kann, steht ja immer außer Frage. Und man wartet ja auch drauf, weil man es auch sehen will, Werner. Was heute vorzüglich ist von Michael Van Gerwen, was auffällt. Wenn er einen seiner Fehlwürfe hat, wie eben mal, als er die Triple 19 will und die Single 7 nur trifft, dann dieser Switch, sofort umzuchecken, wo muss ich hin? 18 Jahre und da ganz sicher auch diese Triple trifft, um sich wieder perfekt zu stellen. Absolut richtig. Er korrigiert sehr gut heute Abend und wie gesagt, und rechnen, muss ich mal sagen, das können insbesondere die Niederländer perfekt. Das lernen die von klein auf. Die wissen genau, welche Zahl wann zu werfen ist. Und er macht ihm so schnell keiner was vor. Ja, wieder. Er ist da. Mensur jetzt schon unter Druck. Er muss die 121 jetzt eigentlich ausmachen, um irgendwie im Match zu bleiben. Und das ist jetzt die Frage, bleibt er stabil? Weil sein Matchplan war es, irgendwie dran zu bleiben. Der sieht jetzt ein bisschen die Fälle davon schon. Jetzt verpasst er die große 11. Die 8 hat kein Finish. Er hat nochmal nachgefragt, weil er es nicht genau gesehen hat, wo der jetzt steckt. 53, wahrscheinlich geht er auf die 13. Ja. Van Gerwen, 81. Der ein oder zwei Darts, nur einen. 12 für Bullseye. Bullseye. Ja, gut. Aber Mensur steht jetzt auf 40, jetzt muss er es dann auch verwandeln. 4 von 5 auf die Doppel bislang, Mensur Suljovic. Bleibt da richtig gut und gleich zum 1-1 aus. Ja.
nach diesem Spiel. Aus deutscher Sicht natürlich noch der Höhepunkt, denn das letzte Match dieser Abendsession direkt nach Van Gerwen Suljovic. Martin Schindler gegen Michael Smith. Martin Schindler, der im vierten Anlauf endlich sein erstes WM-Match gewonnen hat gegen Martin Lukman. Beeindruckend. Jetzt also in Runde 3 steht und die derzeitige Nummer 4 der Welt fordert im letzten Spiel dieser Abendsession. Natürlich live hier auf Sport 1. Und für jeden Dart-Fan ein Muss. Ich glaube, große Momente stehen da heute noch bevor. Martin ist top motiviert, geht zwar als Außenseiter rein, aber nichts ist unmöglich. Aber jetzt macht Michael die Tür ein wenig auf, um Menzo vielleicht hier seinen Break zu ermöglichen, um wieder zurück ins Spiel zu kommen. Jetzt das schlechteste oder schwächste Leck, schwächste Leck von Michael. Ja. Menzo 2, Triple 20 und du hast einen Finish. Ist aber auch eine Sache, über die wir vorhin gesprochen haben. Und er macht es natürlich bewusst, aber so. Er verzögert jetzt ein paar Würfe und macht das Spiel insgesamt langsamer, Menzo Suljovic. Natürlich auch so ein kleines Stilmittel von ihm. Ja, ja, hatten wir gerade auch hier in der Pause gesprochen, ob er nicht vielleicht hätte schon früher einsetzen sollen. Vielleicht hat er es jetzt quasi auch erst realisiert. Manchmal ist man ja auch selber so im Flow und denkt quasi, es läuft und ich spiele jetzt einfacher weiter. Und da ist dieses taktische Moment vielleicht ein bisschen im Hintergrund rückt. Aber vielleicht hat er darüber wirklich jetzt in der Pause nachgedacht. Hat gedacht, pass auf, ich nehme jetzt mal einen Gang raus und vielleicht wirkt es ja. Allerdings müssen das natürlich auch dann die Scores bei einem selber kommen. Mal gucken, ob er jetzt einen High-Finish schafft oder sich zumindest eine sehr gute Position bringt. Durch das langsame Spiel, jetzt aber auch schon kleiner Hinweis in diesem dritten Satz, nimmt er Michael van Gerwen auch ein bisschen runter. Der spielt jetzt 5 Punkte im Average weniger. Oh, Suljovic verpasst die Doppel-11 fürs High-Finish. Druck bei Michael. Tops. Nee, war nicht in der Triple. Damit wieder eine Break-Chance für Suljovic. Geht da drauf. Ja, sieht so aus. Guckt auf die in den Westen. Ganz nah an seiner ehemaligen Lieblingsdoppel. Doppel 14. Deswegen gewohnter Weg. Break von Menzo Suljovic. Und er lässt sich mehr Zeit jetzt. Damit raubst du Michael van Gerwen den Rhythmus, den er gerne spielen würde. Und mit dem er ordentlich dieses Board hier befeuert hat in den ersten zwei Sätzen. Auch hier, das sind Kleinigkeiten. Der Gang zum Board, das Ziehen der Darts, das langsame Weggehen. Zwischen den Würfen immer wieder verzögern. Das ist übrigens nichts, was nicht den Regeln entsprechen würde. Das ist alles völlig legitim. Und nur weil es vielleicht der eine oder andere nicht mag, heißt es nicht, dass es nicht korrekt ist. Und wie gesagt, jeder muss sein Mittel spielen. Wie im Fußball, da gibt es Mannschaften, die sind offensiv ausgerichtet, einige sind defensiv ausgerichtet. Auch im Tennis. Guter Vergleich, genau. Ja, kann man sich auch nicht beschweren, wenn der Gegner defensiv spielt. Exakt. Muss man halt irgendein Mittel finden, dagegen anzugehen. Aber nochmal, noch ist Michael hier vorne mit 2-0 Sätzen. Van Gerwen steht als erster auf dem Finish. Aber Suljovic kann sich jetzt einen Vorteil verschaffen, indem er weit hinunter spielt. Und Menzo weiß auch, dass das das Leck ist, das er gewinnen muss. Das spielt er von vorne. Für eine 170 gespielt, steht auf 51 jetzt. Und Michael, schafft er das? Big Fish. Knapp verzogen hier, nur Martin Schindler hat bislang die 170 beim WM-Turnier in diesem Jahr gecheckt. 19 für Doppel 16, Suljovic für seinen ersten Satz. Und das passt, Menzo Suljovic verkürzt hier gegen Michael van Gerwen auf 1-2. Und jetzt somit wieder alles in der Reihe, ne? Weil diesen Satz, den vierten, beginnt er von vorne.
Perfekt bislang oder fast perfekt auf die Doppel. 7 von 9 Mensur Suljovic. Hilft natürlich enorm. Average weiter jenseits der 102. Werner, bevor es nochmal richtig Fahrt aufnimmt, hier eine 140 wieder von Mensur Suljovic. Lass uns nochmal über die European Tour auch sprechen. Auch die nimmt 2023 richtig Fahrt auf. Fängt an in Kiel. Ja, jetzt freuen wir uns natürlich erstmal über die 180 von Michael van Gerven. Aber wir freuen uns auch darüber, dass wir zum allerersten Mal mit einem European Tour Event in Kiel sein können. Dort Ende Februar, ich glaube vom 24. bis 26. Februar sind wir in Kiel und das freut uns sehr. Und ja, dann würden wir uns freuen, viele von euch begrüßen zu können auf der European Tour. Von Leverkusen, München, Sindelfingen, Hildesheim, Jena, Trier. Für alle Freunde von Gabriel Clemens und in Riesa und. Checkt das mal aus. Im Übrigen, weil wir da gestern auch schon Mails bekommen haben. Natürlich ist Trier nicht im Saarland, ist aber relativ in der Nähe von Gagas Heimatort. So war das auch so gemeint. So war das natürlich gemeint, weil wir dieses Jahr oder nächstes Jahr leider nicht nach Saarbrücken können. Das haben wir wirklich versucht. Die Umstände kann ich ein andermal erklären. Da hat uns der Fußballer ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht. Und ja, aber von daher, das sind die nächstgelegenen Sindelfingen und Trier für alle Gaga-Fans. Alle Daten und Wissenswertes erfahrt ihr natürlich auf der Homepage der PDC Europe. Suljovic könnte mit einer 121 hier wieder einen Schlag setzen. Nee, das wird nichts mehr. 106 kann er nicht ausmachen. So, Triple 18 jetzt wahrscheinlich das Ziel. Ja, knapp verpasst. 68 Rest, aber Michael wird jetzt 2 Darts auf Finish bekommen. 18, so, Doppel 16. Muss sich bewegen am Oki. Und spielt den ganz stark zum 1-0 und zum Break im vierten Satz. So, Mensur braucht jetzt einen guten Start gegen diese Darts von Michael van Gerven. Ja, das ist so ein guter Start mit 2 großen Trippeln. Antwort kommt sofort von Michael van Gerven, eine 140. Ja, Michael muss sich jetzt ein bisschen an diese neue Spielsituation gewöhnen. Ist aber auch Profi genug, glaube ich, dass er das schafft. Er weiß einfach, das ist jetzt so, ich muss mich ein bisschen umstellen. Er hat vorher wirklich in so einem Flow gespielt und den hat, glaube ich, Mensur, das kann man schon sagen, so ein bisschen mal gestoppt. Ne? Der Average ist schon mal deutlich nach unten gegangen. Ja. Deutlich von 116 auf 111 bei Michael van Gerven. Im letzten Satz. Runtergegangen auf sehr, 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 sehr hohem Niveau. Im letzten Satz hat er nur eine 100 gespielt. So. Das. Aber das zeigt jetzt auch, weil er weiter hier 112 spielt. Und du hast es gesagt, der ist Profi genug. Der ist vermutlich sogar der beste Profi im ganzen Feld. Dass er sich ganz schnell auch darauf einstellen kann und weiter sein Niveau so hochhalten kann. Exakt. Und auch sagt, was kann ich machen und nicht jetzt über den anderen aufregen. Das ist ja die falsche Reaktion. Das machen viele, da neigt man dazu. Ja, wie auch immer, Schuld haben immer die anderen. Und er konzentriert sich jetzt auf sich selbst. Und das ist die einzige und beste Reaktion. Und Mensur. Aus deiner Erfahrung, weil du auch sagst, du kennst einen Michael van Gerven ja auch schon lange, Werner, ist Michael van Gerven der Profi schlechthin auf der Tour? Also sagen wir es mal so, es gibt wahrscheinlich kein Mensch, ist perfekt und man kann immer Dinge verbessern. Achtung, Bullseye-Finish. Aber er ist von allen der professionellste, den ich kenne und das kann ich wirklich sagen. In Sachen Vorbereitung, vor allem insbesondere, was ich so schätze an ihm, in Sachen Zuverlässigkeit. Trotz seines Erfolges und der vielen Gelder, die er schon gewonnen hat. Rebreak von Suljovic. Sehr schön. Ist es jemand, auf den man sich verlassen kann, der zu seinem Wort steht? Und das ist wirklich, was ihn besonders auszeichnet. Und wie gesagt, egal wo er ist, er versucht immer das Beste zu geben. Ob er bei einem Showkampf ist, bei einem Turnier, bei einem TV-Interview, auch, ich kann das ja sagen, bei der Darts Academy. Egal was er macht, er versucht alles wirklich bestmöglich zu machen. Und ja, das schätze ich sehr an ihm. Und dazu ist er auch noch ein hilfsbereiter Mensch.
Also er hat durchaus ein Herz und einen Blick für andere, ich sag mal, Schicksale. Geht hier gut mit der 125 gleich Michael van Gerwen. Aber auch wir sehen hier, Suljovic, auch der hält sein extrem hohes Niveau hier. Also Mensur, Respekt, ne? Wie er sich, er nutzt die Chance, die er hat, oder versucht die Chance zu nutzen, die er hat, nämlich einfach sein bestmögliches Spiel zu geben, ein bisschen taktisch das Tempo rauszunehmen und einfach versuchen, wenn Michael mir eine Chance gibt, dann muss ich da sein und nicht eben vorher aufzugeben oder aufzustecken. Und er bietet ihm die Stirn. Ich glaube, das ist so das Beste, wie man es gerade ausdrücken kann. Er bietet Michael van Gerwen die Stirn. Und zwingt Michael van Gerwen zu einem außergewöhnlichen Spiel, weil Mensur es schafft, gegen so einen Gegner eben sein Spiel auch noch mal auf ein anderes Level zu heben. Mensur, wichtig, sich jetzt gut zu stellen. Erster passt. Aber die 140 ist auch noch nicht ausgespielt von Michael van Gerwen. Ganz klasse von Suljovic. Fragt er nochmal nach, wo er steht, obwohl er das genau weiß. Steht bei 64 Rest. Jetzt bei 48. Und Michael van Gerwen kann die 140 nicht rausnehmen. Nächste Chance für Suljovic, 2-1 in Führung zu gehen in diesem vierten Satz. Oh, wir gehen wieder auf die Doppel 14. Neue. Ja, vielleicht so ein bisschen der Selbstbewusstseinsnotausgang für Mensur Suljovic. 9 von 11 aufs Doppel getroffen, Mensur Suljovic. Das ist sensationell, 80%. Bestwert hat gestern ja Jim Williams im Spiel gegen Gabriel Clemens aufgestellt, der 65% aller seiner Doppelversuche versenken konnte. Ist ihm übrigens der dritte Satz jetzt in Folge, in dem Mensur hier 2-1 in Führung geht. War schon im zweiten Satz so und auch im dritten. Schöne 140. Noch einmal der Hinweis nach diesem Spiel an alle deutschen Darts-Fans. Das nächste Highlight nach dem Gaga-Clemens-Match gestern. Martin Schindler fordert die Nummer 4 der Welt, Michael Smith, live hier auf Sport 1. Jetzt kann er nur stehen, Mensur Suljovic. Na, vielleicht auch nicht. Das ist zu wenig, das ist zu wenig. Van Gerwen, Doppel 16 zum 2-2, Doppel 8 zum 2-2, Doppel 4 zum 2-2. Es gibt nur ein einziges Leg, das bisher noch nicht gespielt wurde, Werner. Und das war im dritten Satz, denn der ging 3-1 für Suljovic aus. Ansonsten alles über die volle Distanz. Spricht auch für die Leistung von Mensur Suljovic. Van Gerwen mit seiner 8.180. Die erweist sich dem Meister heute durchaus für würdig, die Triple 20. So, 5 perfekte. 6 perfekte.
Michael van Gerwen, aufgepasst, aufgepasst, aufgepasst. Es würde zum Spiel passen, oder Werner? Absolut. Und wie gesagt, die guten Spieler, es passiert ja oftmals bei den hochklassigen Matches, die sich einfach verflügeln und wo einfach beide bereit sind oder bereit sein müssen, das Beste zu geben. Michael aber van Gerwen, es bleibt bei 6 perfekt hin und bislang 13, 9 Dartern, also 13 Mal den perfekten Leg bei der Darts-Weltmeisterschaft. Aber jetzt Druck bei Menzo. Schafft er die 161 zum Satz? Ja, natürlich Knaller, schafft er leider nicht. Ah, die gehen beide knapp am Triple 20, fällt vorbei, aber das hilft nichts. Van Gerwen wird wieder Darts bekommen aufs Doppel, deren 2. Ja, kommt er da durch? Jawohl. Mit 3:1 in Sätzen in Führung. Und das bedeutet ihm viel. Schau dir an, wie er sich freut. Zurück in den Early Pally und Werner, wir sehen ein Wahnsinns-Match. Wir sehen mit Abstand das beste Match bislang bei dieser Weltmeisterschaft zwischen Michael van Gerwen und Menzo Suljovic. Die Zahlen, wir sehen sie hier, sprechen für sich. Und sollte Michael van Gerwen diesen Pace behalten, würde er den zweithöchsten Average spielen, der je bei der WM gespielt wurde. Ja, absolut richtig. Wahnsinnsspiel, das nicht nur perfekte oder tolle Scores zeigt und higher averages, sondern auch von Taktik geprägt ist. Menzo versucht, seinen Stempel aufzudrücken, den Rhythmus rauszunehmen bei Michael. Es hat auch teilweise gefruchtet, dann aber auch die Reaktion von Michael darauf nicht zu verzagen, sondern sich an die neue Situation anzupassen. Wie ich sagte, er ist für mich der professionellste Spieler von allen, die ich so kenne und ich kenne viele und versucht wirklich, sich da nicht unterkriegen zu lassen, nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und wieder reinzukommen. Und aktuell gelingt es ihm und jetzt muss ich sagen, sehe ich auch die Chancen ein bisschen, oder nicht ein bisschen, aber jetzt gerade das Momentum spricht jetzt ein bisschen für Michael. Er hat den letzten Satz gewonnen, schlägt jetzt auf und für Menzo wird jeder Satz natürlich immer schwieriger. Und man kann sich auch kaum vorstellen, dass Michael van Gerwen, so wie er heute spielt, hier 3 Sätze in Folge verlieren könnte. Ja, ich glaube, er hat sich jetzt auf die neue Situation eingestellt und das beunruhigt ihn jetzt nicht mehr und er weiß auch, dass er es kann und dass er jetzt einfach irgendwie ja, etwas langsamer zu spielen hat. Es war diese Situation ja. Im dritten Satz, als Menzo, wir haben das nach dem zweiten Satz diskutiert, Menzo könnte noch ein paar Sachen einsetzen, hat er dann eingesetzt und da war es eben kurz so, dass Michael van Gerwen aus seinem Rhythmus gerissen wurde, hat Menzo sofort ausgenutzt, auch das ist natürlich extrem stark von Menzo. Aber da muss man schon sagen, dass sich Michael van Gerwen sehr schnell wieder darauf eingestellt hat. Und deswegen, ich glaube, der letzte Satz war entscheidend. Wenn Menzo da das 2-2 geholt hätte, dann wäre er, glaube ich, auch dran geblieben. Auch von der Emotional, es hätte ihm gezeigt, mein Weg ist der richtige, ich bin dabei. Und jetzt ist es schwierig, quasi, jetzt hat er merkt, jetzt muss ich 2 Breaks aufhören, 2 Breaksätze. Aber jetzt schauen wir. It ain't over till it's over, das gilt insbesondere im Darts. Und jetzt schauen wir. Wie er dran bleibt, 98, wie geht er? Bleibt oben. Für die Doppel 19. Auch da gleich drauf hier, ja. Ja, in dem Fall Muster. 101 stehen bei Suljovic. Aber vielleicht ein Breakdart für Mensur. 81, Triple 19 oder Triple 15. Er geht über die Triple 15, verpasst. Da wollte er auch nicht hin. Für Doppel 8 Michael van Gerwen. Sehr, sehr fokussiert, sehr konzentriert. Noch 2 Legs bis ins Achtelfinale für ihn. Und da könnte es ja schon im Achtelfinale zu einem echten niederländischen Clash auch kommen. Was hätten wir da? Da hätten wir eventuell Van Gerwen, Van Dijvenbode. Eventuell hätten das belgische Duell Heibrechts gegen Vandenberg. Wenn wir ganz weit denken, Werner, hätten wir ein mögliches Halbfinale. Clemens gegen Schindler. Aber dazu Martin Schindler jetzt dann erstmal im letzten Match dieser Abendsession. Hier live nach Van Gerwen gegen Suljovic gegen Michael Smith. Bleibt alle dran, das gab es vielleicht noch nie. 2 Deutsche in Runde 3. Im Achtelfinale ja. Eventuell, ja.
Stark. Nächste 180 von Michael van Gerwen. Die 10. für ihn in diesem Spiel. Weit weg von der Triple. Jetzt gucken wir, Michael kriegt dann Dart, geht über Bull. Ne, über 18 Risiko gegangen. Bull, Dopp. Oh, spielt Doppel für Doppel. Doppel, Doppel. Ja. So, Triple 16. Doppel 14, Doppel 7, Doppel 7, Ausweich, Doppel 1, 1. Wahnsinn, weiter Mensur Suljovic auf die Doppel. 10 von 13 auf die Doppel getroffen. Und Mensur kämpft weiter. Sauer über den letzten Dart. Wahnsinnsgeste übrigens von Mensur Suljovic da jedes Mal. Die macht aber öfter. Nach diesem dritten Dart. Ja. Da ist viel, viel Platz. Und der wird genutzt. 11-mal das Triple 20 fällt. Komplett aufgefüllt von Michael van Gerwen. Meisten bislang im Turnierverlauf sind deren 12. Gespielt von Ross Smith. Kurze Korrektur, der hat 10. Dirk van Dijvenbode, da waren es 12 in diesem auch guten Match gegen Karel Sedlacek. Tops zum 2-1, Michael van Gerwen. Ein Leg fehlt ihm noch bis ins Achtelfinale. Average weiter über 110 bei Michael van Gerwen. Mensur Suljovic, auch der auf dem Weg trotz Niederlage zu seinem ersten 100-plus-Average und seinem besten, den er je bei einer WM gespielt hat. Average geht weiter nach oben mit solchen Aufnahmen bei Michael van Gerwen. Bleibt er über 110, Michael van Gerwen. Ist das erst der 4. Average bei einer Weltmeisterschaft jenseits der 110? Wird insgesamt sein 35. 100 plus Average. Nur bei der Weltmeisterschaft. Is it? What we require 102 gegen die Darts. Van Gerwen vielleicht schon mit der Möglichkeit hier auszumachen. Noch kein Matchstart. Mensur zum 2-2. Und Mensur kämpft hier. Und zwar um jeden einzelnen Dart. Um jedes Leg. Doppel-10. Und er verlängert dieses Spiel nochmal. Und schon wieder der 5. Leg. Also er gibt alles. Nur ein Satz hier nicht über die volle Distanz. Das war der 3.
Wichtiger letzter Dart für Mensur. Jetzt powert er nochmal ordentlich hin hier, Michael van Gerwen mit zwei Ball der 140 mit den Darts hier. Da ist es verdammt schwer für Suljovic mitzukommen. Aber er kommt mit. Mann, der 140. Er bleibt auf jeden Fall in Touch. Nach 9 Darts 121 Rest bei Van Gerwen. Wie weit runter geht Suljovic? Jetzt eine 180 und das wäre enormer Druck auf dem Anwurf von Van Gerwen. Wie wird's nicht? Triple gesucht. Triple gefunden. Vielleicht die letzte Aufnahme. Triple 17. Der passt. Bullseye, erster Matchstart. Spielt er nicht, stellt sich. Boardmanagement. Mal schauen, ob das aufgeht. Suljovic, ebenfalls Triple 17. Fürs Bullseye. Bullseye. Und ja. Mensur klatscht Van Gerwen hier die 161 um die Ohren und holt den Satz zum 2:3, weil Van Gerwen hier das Bullseye nicht anspielt. Was eine Szene hier im Early Pally. Und das hat er auch irgendwie sowas von verdient, Mensur, oder? Absolut, absolut. Ist das steil gespielt von Mensur? Aber das hat ihn nochmal, glaube ich, richtig motiviert, dass Michael nicht draufgegangen ist und sagte, okay, du brauchst mir die 161 nicht zu. Richtig. Abartiges Ding hier von Mensur Suljovic. Und bringt die Fans hinter ihn erstmal. Beide aber hier. Ein echter Knaller. Ja, beide verunsichert. Beide hat es irgendwie doch irritiert. Guck mal, beide keine große Zahl getroffen. Beziehungsweise. Und das ist eine Jubelgeste übrigens. Der will hier nicht die Wespe vertreiben, Mensur Suljovic. Also bei diesem Spiel muss doch jeder komplett hyped sein, oder Werner? Das ist irre, aber das ist Darts, das ist der Wahnsinn. Ja. Und Michael muss jetzt wieder wie soll ich es mal sagen, zu sich finden, Ruhe finden. Das ärgert ihn jetzt, das zerrt an ihm. Was für ein Ding von Mensur. Und Van Gerwen spielt den Matchstart nicht. Na, jetzt kann Michael wieder an ihm vorbeiziehen, kann als erster in den Finish-Bereich kommen. Da ist der drin, ich sehe es nicht. Er sieht nach Triple 19 aus, ja. Also der unten steckt, ja. Was so eine kleine Provokation dann alles bewirken kann, oder? Zumindest kurzfristig. Jetzt warten wir mal ab, ob dich das jetzt hier wieder beruhigt. Aber zumindest haben wir ein Spiel. Ne, da wird er. Stellt sich Tops, gut. Van Gerwen überkommt das erstmal, das Break zum 1-0 im sechsten Satz.
93. Nächster Restart bei Michael van Gerwen. Romenzo wird hinten abgefeiert. So, Mensur. .140 von Mensur. Und auch das ist natürlich eine Kunst, die ein Michael van Gerwen beherrscht. Andre würden mit so einem Schlag ins Gesicht abtauchen, würden einbrechen, zusammenbrechen. Nicht so Michael van Gerwen. Ja, aber er muss sich schütteln. Also er muss sich schütteln. Aber er kämpft, er gibt nicht auf. Also klar, aufgeben wir jetzt so quatschen, aber muss wieder seine Konstanz finden. Scoring läuft weiter ausgezeichnet bei Michael van Gerwen. Ja, Menzo braucht jetzt aber einen Break. Und schlägt danach Michael zum Matchgewinn wieder auf. Bei 82 geht er über Bull wie vorhin. Ja, versucht es über Bull. Der landet in der 14. In der 8, glaube ich. In der 8, pardon. So, und Mensur mit einer Breakchance. Er ist in der Single. Doppel 14, wieder gefunden, wieder belebt und wieder ist die Doppel 14 sein Ding. Mensur Suljovic. Kein Mensch spielt die, Werner. Aber einer kann sie. Ja, und keiner spielt sie bevorzugt, so wie er. Und er hat sie am Anfang auch gar nicht gespielt. Ich glaube, das war ihm so ein mentales Ding, zwischendurch mal zu wechseln. Ja. Und, um sich wieder irgendwie so ein Zeichen. Er hat es ja überhaupt länger jetzt in seiner Karriere so ein bisschen auslaufen lassen. Naja, hat sich auf andere Doppel fokussiert. Aber vielleicht so heute ein bisschen als psychologischen Gamechanger irgendwie auch so ein kleines taktisches Mittel. Aber jetzt guck mal, er muss natürlich, wie gesagt, es ist für ihn jetzt quasi, er muss jedes Leck spielen, als wäre es das Finale oder das Letzte. Es ist Vintage Mensur neu erfunden. Ja. Ah, und Mensur, auch der pumpt weiter ordentlich ins Brett. Es ist auch so ein Spiel, Werner, egal wie es ausgeht, da wünscht man sich einfach einen siebten Satz, oder? Das auch, oder wie ich am Anfang gesagt habe, beide sind mir ja wirklich sehr nah und ich bedauere, dass ich mich von einem auf jeden Fall trennen muss. Mir wird es am liebsten, beide kommen weiter und rein sportlich heute quasi könnten sie auch beide gut in der nächsten Runde stehen, aber so ist der Sport und da geht es auch nicht um Freundschaft oder um Sympathie oder Mitleid. Das ist so und für jeden geht es danach irgendwie weiter. Und wir sehen sich und wir sehen sie alle noch ein paar Mal wieder. Achtung, 170 Mensur. Zieht er jetzt noch den Big Fish? Nicht ganz. Wo geht er hin bei 90? 18, oder? Bei Mensur weiß man nie. Bull. Bullseye für Tops. Van Gerwen kann nur runterspielen. Suljovic wird kommen für die Chance aufs 2:1. Aber schöne 140 von Michael. Ja. Übers Bull. Wahrscheinlich. Die wollte er natürlich jetzt nicht. Das sollte es nicht sein. Diesmal muss umstellen. 3 für die Doppel-6 ausgelassen. Break-Chance jetzt für Van Gerwen.
weil er da eine kleine Unsauberheit im Spiel hat, die teuer werden könnte, aber nicht wird. Das macht Mensa. Geht er drauf? Oder geht er über die 2 und stellt nochmal um? Es sind nur ein paar Darts, aber wirkt Van Gerwen für dich ein bisschen angenockt, angeschlagen? Ja, er ist am Grübeln und er weiß auch, was dieses Spiel für ihn bedeutet. Weil wenn er jetzt wirklich nochmal früh bei der WM ausgeht, das wäre nicht gut für ihn, also für die Weltranglistenposition. Oh, spielt die falsche Doppel hier erstmal an, aber korrigiert das sofort. Van Gerwen, Break zum 2-1. Und er wirft jetzt zum Match an. Ähnliche Situation wie im Satz zuvor. Auch da startete er gut in das Leg, das ihn eigentlich eine Runde weiterbringen sollte. Ui, das ist jetzt kein großes Triple für Mensur und Michael macht weiter Druck. Van Gerwen geht hier ordentlich weg. 12. Triple-Triple in die Triple 20. So, jetzt nach 9 Darts auf 46 riecht alles für Michael. Mensur braucht die 180 für ein Finish. Er wird kein Finish bekommen. Und Michael van Gerwen kriegt 6 Darts für die 46. 14, 2 Matchdarts, Michael van Gerwen. Wieder 2 ausgelassen. Die nächsten 3 kommen sofort. Vierter Matchstart. Fünfter Matchstart, der passt jetzt. Und Michael van Gerwen bringt es über die Ziellinie. Bezwingt Mensur Suljovic in einem überragenden Darts-Match hier mit 4-2. Damit die Möglichkeit für euch was zu gewinnen. 01379-700-700 ist die Nummer. Kennwort Darts. SMS an die 40400 und das heißt jetzt Prepare for Martin. Denn Martin Schindler jetzt gleich im Interview im Early Pally bei Jana Wosnitzer und Max Hopp vor seinem Spiel gegen Michael Smith.